Teamkämpfe sind so krank. Street Fighter 6 wird Teamkämpfe haben mit selbst erstellbaren Charakteren. Hier meine Reaktion auf den neuesten Trailer. Ah jo, das ist der Custom-Charakter. Ist das ein neuer Char? Also der Typ, der da steht, könnte ich mir vorstellen. Das hat so ein krasses Design. Was geht denn hier ab? Street Fighter wird einfach zu TikTok. Nee, ist ja geil. Machen sie schon gut immer. Neue Beta ist auch jetzt am 16. bis 19. Ihr könnt euch, glaube ich, noch registrieren. Bin noch nicht sicher. Wie ich es gesagt habe, ihr könnt eigene Charaktere basteln und kämpfen. Ah! Teamkämpfe! Sind so krank! Sind so cool! Das ist das Allercoolste. Das gab es noch in Street Fighter X Tekken. Ah, es kommt wieder. Das ist ja mal so gut. Oh, da freue ich mich riesig drüber. Wirklich, das ist so eine wichtige Sache auch für dieses ganze Casual Gaming. With finding an appropriate vessel for this power. Weißen? Was? Nee. Ach, die? Ja klar, DJ. Oh, der hat mich jetzt gerade gar nicht erkannt. Mainen, Marisa? JP? Die kenne ich gar nicht alle. Boah, sie sieht auch krass aus. Aber finde ich cool, die sind sehr exzentrisch, die Designs, würde ich sagen. Aber so muss das ja sein. Die Charaktere müssen ja ein bisschen übertrieben sein. Es verleiht ja oft noch mehr Charakter, solange es authentisch ist irgendwie. Ja. Boah. Geile Moves. Ihr habt heute Glück, heute gibt es wahrscheinlich sogar mal zwei Videos. Boah, ey, die finde ich ja jetzt schon cool vom Kampfstil. Boah, was ist das für ein riesen String? Boah, das war richtig gut. Ah. Teamkämpfe! Genau, da steht's nämlich. Release ist der 2. Juni 2023. Also es ist gar nicht mehr so lange hin. Sagt mir doch in den Kommentaren, welcher von den neuen Charakteren euch am besten gefällt. Zum Abschluss noch was Witziges. Als Elden Ring bei den Game Awards zum Spiel des Jahres erklärt wurde, hat sich dieser junge Mann mit auf die Bühne geschlichen und das hier abgelassen. I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award to my reformed orthodox rabbi Bill Clinton. Thank you, everybody. Who was that guy?